Hallo, ihr Lieben, mir ist ja letztens das Set hier in die Hände gefallen und heute ist es soweit. Heute benutzen wir das kleine Monsterchen und das machen wir auch als erstes, denn ich kann mich nicht so recht entscheiden, welche Farbe ich für ein Kartenrolling nutze. Der wird nämlich heute mal farbig und nicht weiß und ich wollte das so ein bisschen an das Monsterchen anpassen. Eigentlich suche ich sowas wie Lindgrün, aber ich habe nichts mehr. Jetzt bin ich traurig. Ja, nee, muss ich vielleicht irgendein dunkles Grün nehmen. Egal. Aber erstmal das Monsterchen. So, ich nehme, ja, das ist das Richtige, das Aquarellpapier. Jetzt wird hier meine Kamera schon wieder dunkel, weil es echt zu hell ist. Aquarellpapier, denn Designlinie Monster Hermann. Packe ich euch aber eh unten rein. Denn ich möchte die Nuvos benutzen. Die Nuvo-Stifte. Die müssen jetzt getestet werden. Richtig, so jetzt gucken wir mal, dass den Hut, ne, den Hut kann ich stempeln. Vielleicht noch die Blume, eventuell, vielleicht stempel sie einfach mit. Ich stempel sie einfach mit, vielleicht verwende ich die dann auch noch. So. Einmal Monster Hermann. Moment, mal was drunter packen. So. Einmal in Schwarz. Ihr könnt es auch embossen. Ich mache es jetzt mal in Schwarz. Für den Anfang meistens immer so, ne? So. Die Blume kann auch ruhig in Schwarz. So. Einmal. Wir müssen bestimmt nochmal drüber gehen. So, ja, das war mir schon klar. Deswegen habe ich gleich die Stempelhilfe genutzt. Weil, na, ihr seht es ja, der Mund, der ist nicht richtig ausgefüllt. Da muss noch was drauf. Aber dafür ist die ja wirklich klasse. So. Okay, der Mund will nicht so recht. Wenn du nicht willst, so brauche ich Gewalt. So, jetzt habe ich ihn fertig. Gut. Wenn wir den fertig haben, Moment, ich lege das mal kurz beiseite. Dann können wir auch schon anfangen zu bemalen, ausmalen, kolorieren, wie man es auch nennen möchte. Und dafür, wie gesagt, nutze ich jetzt die Palette, die Dark Shadow, weil hier sind mehrere Grüntöne drin und mein Monsterchen soll grün werden. Ja, dann brauche ich noch meine Wassertankpinsel und dann würde ich sagen, hole ich euch mal ran. Ich habe das Monsterchen jetzt auch schon ausgeschnitten. Ihr habt ja gesehen, was ich gemacht habe. Hier sind nochmal die Farben, die ich genommen habe. Aber ihr wisst ja, dass es aus dieser Dark Shadow Palette ist. Aber ich kann sie euch ja trotzdem nochmal reinhalten. Versuchen, dass ihr die Namen lesen könnt. Diese da. Und was ihr nicht gesehen habt, ich habe natürlich zwischen den Schritten immer wieder geföhnt, ne, damit es trocken wird, damit ich wieder mit dem Stift drüber gehen kann. Was aber eine gute Variante war, was ihr dann mehr zum Schluss hin gesehen habt, dass ich direkt mit dem Pinsel auf den Stift draufgegangen bin. Das war, also das müsst ihr ausprobieren, das macht sich wirklich richtig gut. Ihr müsst natürlich, ihr müsst das nicht so machen wie ich, sondern ihr könnt auch euch was auf Papier reiben. Oder ich weiß gar nicht, ob das noch auf irgendwas anderem geht. Und dann mit dem Pinsel drauf gehen und dann erst auf das Motiv. Genau. Aber die Variante war auch nicht schlecht. Ich bin jetzt gerade auch zum Schluss nochmal mit dem Dunklen hier drüber gegangen, weil ich finde, diese Struktur sieht aus wie Fell, wenn ich hier nochmal so ein bisschen drüber gehe. Und es wird nochmal ein bisschen dunkler und es gefällt mir richtig, richtig gut. Deswegen. Ja, ich habe natürlich wieder versucht, ne, das Licht kommt von dieser Seite. Ich bin da immer noch nicht ganz gut drin, weil ich ja keine Ahnung vom Zeichnen habe. Ich denke, wenn man mehr Ahnung vom Zeichnen hat,
kennt man sich da mehr aus. Ich versuche es halt immer wieder, ne? Man lernt ja auch. Vielleicht sollte ich mir mal Videos darüber anschauen. Das wäre eine Idee. So, die Blume habt ihr gesehen, die habe ich einfach nur so komplett ausgemalt, ohne da jetzt auf Schatten oder irgendwas zu achten. Ja, habe mich auch schon entschieden für die Farbe des Kartenrollings. Wollte gerade mal kurz die Stifte wegräumen. Und dieser Mini-Pinsel, der ist echt stark. Also der ist top. Der ist wirklich richtig, richtig klasse. Der große ist zwar eine große Fläche, aber ich wollte ja nicht da reinkommen. Also wenn der Bauch nicht gewesen wäre, hätte man den großen wahrscheinlich auch gut nutzen können. Aber der kleine war echt spitze. Das Monsterchen braucht noch Augen. So, jetzt kann man natürlich das machen, wie man will. Ob das Monster verrückt ist, ob das normal guckt. Ich habe mir vor kurzem solche Fineliner bestellt von Mikron. Die gibt es ja auch in, ich glaube, die gibt es auch in Schreibwarenläden und in Bösner und ich weiß nicht wo noch. Und das sind verschiedene Stärken. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich nehme einfach mal den mittleren mit dem 0,4. So, jetzt müssen wir schauen, welche Augen kriegt er. So, ich habe jetzt mal nachgedacht und die Karte wird. Ja, das ist eigentlich egal, ob man die so oder so rumlegt. Ich mache die heute mal hochkant. Und er soll hier hochschauen. Wie gesagt, ich und zeichnen. Ich versuche es einfach mal. Es sind zwar nur Augen, aber ja. Selbst das könnte man in meiner Stelle versauen. Ja, gut, man ist immer selbst mit sich unzufrieden, aber ich wollte halt die eine Seite auch ein bisschen größer machen, weil das eine Auge größer ist. Aber das ist schon gut, ne? Er kann gucken. Er guckt. Das ist schon. Ich habe den Mund vergessen, sehe ich gerade. Hat gar keine Zunge. Hoi. Na, dem mache ich mal schnell eine. So, er hat eine ganz helle Zunge gekriegt. So. Da haben wir das auch. Wäre trocken. Dann können wir schon mal, während die Zunge trocknet, können wir schon mal den Kartenrollen zurechtschneiden. Ich nehme jetzt, wie gesagt, ein dunkelgrün. Ich habe kein Lindgrün mehr. Oh, das finde ich ein bisschen schade. Also, wenn ihr was Tolles habt, aber ist ja eh euch überlassen. Wie immer. Ja, doch, wie immer. Das ist. Olivgrün oder so. Irgendwas in der Art. Müsste es sein. So. Und dann natürlich brauchen wir noch ein Stück Weiß, wo wir das Monsterchen draufsetzen. So. Ich hoffe, das Stück reicht noch, was ich hier rausgezerrt habe. Ja, sieht gut aus. 10,2. 14,2. So wie immer. So. Kann das weg. Das müssen wir ordentlich falten hier. Und dann wollte ich. Da ist ein Fleck. Dann wollte ich mal was ausprobieren. Habe ich gesehen, fand ich stark. Und deswegen hatte ich mir auch die Stifte gekauft. Den Feinliner. Ihr kennt bestimmt alle schon. Ach, gibt es eigentlich auch ein anderes Wort für Dudeln? Ich kenne das nur unter Dudeln oder Dudeling oder, ne? So. Zeige ich euch gleich. Dudeling ist ja eigentlich, oder Dudeln, wenn man mit so einem Feinliner Sachen malt. Jetzt weiß ich wieder nicht den Unterschied zwischen Dudeln und Zentangeln. Wenn jemand das kennt, bitte mal melden und mir erklären. Ich finde, das verschwimmt immer so alles miteinander. Und jetzt muss ich nämlich gucken, klebe ich das gleich auf. Wenn ich es verkacke, wird's Käse. Dann lieber nicht. Dann lieber noch nicht aufkleben. Dann machen wir erstmal das. So. Das Monsterchen soll ja hier unten hin. Die Blume soll dann hier hin und hier daneben der Spruch. Und drumherum wollte ich jetzt einfach mit dem Feinliner feine Linien ziehen. Das heißt, ich muss mir das Monsterchen schon mal zurechtlegen. Und die Blume auch. Und den Spruch müsste ich ja dann noch. Den müsste ich jetzt vorher stempeln. Also, Stempelhilfe. Dann muss das Monsterchen mal runter. Das sollte ich auch mal sauber machen. Also. Hoppala.
Einmal das. So, damit ich jetzt einfach mal die Position weiß, wo der Spruch hinkommt. Also hier ist Monsterchen. Dann muss ich hier noch Platz lassen, damit ich da lang kann. Hier ungefähr die Blume. Wir nehmen heute mal knuddelige Grüße. Das passt doch zu dem Monsterchen. Dann nehmen wir knuddelige Grüße, das kommt hier hin. So. Und das mache ich am besten auch in Schwarz. Jetzt muss ich nochmal schauen, ob das gerade ist. So, auf der Hoffnung, dass es gerade ist. Ich habe jetzt eine Weile geschaut. Ich packe das mal weg. Dip, 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 dip. Oh je, hier ist grün drauf. Hoppala. Schnell mal weggemacht. Nicht, dass das mit auf den Kartenrolling kommt. Das wäre schade drum. Ach, Kartenrolling. Auf das Stück Papier. Meine Güte. Heute wieder Wortfindungsstörung. So wie sonst auch. Meine, also ehrlich. Eine Unterhaltung mit Mona. Wort, Wort, Wort. So geht es mir wirklich manchmal. Das ist. Ich weiß auch nicht. Wie habe ich denn schon viel geredet an dem Tag? Obwohl ich heute nicht so viel geredet habe. Nee, ich glaube nicht. Knullige Grüße. So, jetzt machen wir das Eigentliche. Und zwar müsste ich ja dann wieder das Monster. Ah, grün. Müsste ich ja dafür das Monsterchen aufkleben. Damit ich ja weiß, wo ich lang muss. Und den kleben wir natürlich höher auf. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Da kriegt er hier ein paar Dinger auf den Arsch. Und die Blume dann auch. Das soll ja alles ein bisschen rauskommen. So. Füg dich. Und der kommt jetzt. Der guckt genau richtig. Mensch, hab ich ja mal Glück gehabt. So, dieser da. Und dann die Blume noch. Haben wir hier mal die kleinen für. Habe ich nicht mal gesagt, die kleinen sind Unsinn. Ich nehme alles zurück. Ich habe nichts gesagt. Ihr wisst von gar nichts. Und das ist jetzt aber trotzdem noch zu groß. Schade. Ah, doch nochmal durchschneiden. Wo ist meine Schere? Guck, guck. Hier. So. Kein Problem. Nochmal durchgeschnitten. Das hebe ich mir auf. Denn hier passt ein großer drauf. Also ein kleiner großer. Ein ganzer großer. Ach, ein ganzer kleiner. Meine Güte. Ihr versteht mich, oder? Wenn ihr mich versteht, ist alles gut. Dann mache ich alles richtig, wenn ihr mich versteht. Fragwürdig wird es denn nur, wenn ihr denkt, was will die von mir? Hieroglyphen. So, ich dachte mir halt, das passt besser mit der Blume. Ich hatte das vorher ein bisschen weiter unten. So finde ich schöner. Okay. Kommen wir jetzt zum Eigentlichen und drückt mir die Daumen, dass ich das hinkriege. Ich habe das noch nie gemacht. Wir nehmen jetzt einfach den Fineliner. Setzen den hier an die Füße an. Und machen wir hier eine Schleife. So, das habt ihr bestimmt schon gesehen. Aber bei mir kommt sowas immer später an. Oh Gott. Etwas chaotisch, aber. Oh, Finger im Weg. So. Sieht gar nicht so schlecht aus. Komm, wir machen noch eine. Damit es sich lohnt. Und die machen wir ein bisschen. Ja. Ein bisschen geschwungen. So. Seht ihr eigentlich alles? Ja. Das müsste man wahrscheinlich in einem Rutsch machen, ne? Aber ich bin da echt. Wenn man auch drüber nachdenkt. Ah, ja, wenn man drüber nachdenkt. Aber okay. Was haben wir letztens gelernt? Das muss so. Das ist alles gewollt. Nichts geht hier schief. Ich bin perfekt. Oh Gott, nein. Leute, das wisst ihr. Ich bin nicht perfekt. Ich erst richtig. Ich bin Mona und ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Das will ich auch gar nicht. Naja, viel zu schade drum. Aber dafür, dass das krubbelig und schief ist, sieht das gut aus. Das ist gewollt. So, jetzt können wir es auch aufkleben. Wollen wir das auch hoch machen, oder?
Machen wir es so. Ich gucke denn immer. Ich heb das denn immer an. Macht ihr das auch? Nee, komm, wir kleben das so auf. Das habe ich euch gar nicht erzählt. Schaut mal. Ich habe wieder Vorrat. Ich musste ja, weil das hier mein letzter Rest ist. Musste ich ja bestellen. Und da auch die. Da habe ich auch die Stifte her. Ja. Ist halt immer ein bisschen blöd. Ich will ja dann nicht nur Kleber bestellen. Ja, und da bezahlt man ja für den Versand mehr als für den Kleber. Und deswegen habe ich da noch ein bisschen geguckt. Aber viel mehr ist es dann auch nicht geworden. So. Passt, wackelt, hat Luft. So, und jetzt Hände hoch, wer weiß, was noch fehlt. Ihr könnt das so lassen. Das sieht so schön süß aus, aber ihr wisst, ich bin verrückt in der Hinsicht. Das ist Nouveau Crystal Drops und zwar Oyster Grey, wenn das so ausgesprochen wird. Oyster Grey. Packe ich euch unten rein. Ihr wisst ja, ich und meine Nouveaus. Das ist so ein grau, grün, das schimmert so ein bisschen, so, ja auch grünlich, das ist auch grau und so ein bisschen undefinierbar. So, ich will nicht so viel machen, ich will wirklich nur ein bisschen. Jetzt reicht's. Okay, ihr Lieben, wir haben fertig. Wie gesagt, die Punkte könnt ihr weglassen. Ich bin noch, ja. Guckt mal, ist er nie süß? Hermann. Ist das nicht? Also, Hermann ist niedlich. Knuddelige Grüße. Ja. Hier könnt ihr nochmal gucken. Wie gesagt, ich bin absichtlich nochmal drüber gegangen, weil ich das wirklich finde, dass es aussieht wie Fell. Finde ich schön. Mit dem Licht, ja, verbesserungswürdig, aber hey, was soll's. Ich finde das stark. Also, ja, ihr seht mal, wie krüppelig das ist, ne? Aber das ist gar nicht schlimm. Das, ich finde, das muss ja gar nicht schön sein. Oh, hier unten ist ein Fleck. Oh, nee. Das, ja, das muss so, das soll so. Die Schleifen hätte man fast größer machen können, aber hey, was soll's. Wie gesagt, Punkte könnt ihr weglassen. Ich find's stark. Ihr könnt jedes Motiv nehmen. Ihr könnt die Karte auch so rumnehmen, wie ihr möchtet. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst mir noch gerne ich darf zum Schluss nicht so schnell reden, ne? Das ist ganz schlimm. Lasst mir doch gerne positive Bewertung da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch tun. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und wie soll es auch anders sein? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!